stellst ja jetzt mittlerweile auch selber Aufgaben. Ich habe gesehen, du hast 7 Tage Hip-Hop gehört. Das ist richtig. Das sollte eigentlich, oder das soll eine Serie an, sag mal, Extremitäten werden. Ah, das soll eine Serie von Extremitäten werden. Na, die Idee hat ja wirklich Hand und Fuß. Meine Damen und Herren, in unserer beliebten Reihe Internetphänomene in freier Wildbahn heute Folge 1. Der dunkle Parabelritter. Ja, guten Morgen. Du hast mal 50 Fakten über dich in einem Video verraten. Da war das mit dem Namen nicht drin und es waren auch mehr als 50 Fakten, ist mir aufgefallen. Ich glaube, es waren 54 oder sowas, ja. Und noch viel schlimmer, Fakt 51 fehlt. Vielleicht ist das ja gewollt. Das hat natürlich absolut nichts damit zu tun, dass ich nicht in der Lage bin zu zählen oder so, ja. Ja. Du stellst ja jetzt mittlerweile auch selber Aufgaben. Ich habe gesehen, du hast 7 Tage Hip-Hop gehört. Das ist richtig. Das sollte eigentlich, oder das soll eine Serie an, sag mal, Extremitäten werden. Habe ich auch gedacht, 7 Tage Hip-Hop, du Teufelskerl. War eigentlich ganz interessant, wirklich. Ich habe viele, viele interessante Interpreten kennengelernt und tatsächlich auch viele Sachen, die ich jetzt persönlich so immer mal ganz gerne höre. Also so, ja, Kollega zum Beispiel ist ja eigentlich schon fast Richtung Gangster-Rap, ja. Unverzeihlich, selbstverständlich. Der rappende Jurastudent, glaube ich, ne? Der rappende Jurastudent, richtig, ja. Was hast du da noch so vor? Ich meine, 7 Tage Hip-Hop ist natürlich schon, da ist natürlich so ein Jenke-Experiment, ist da ja nichts gegen, ne? Ja. 7 Tage Hip-Hop, 7 Tage Würzen ohne Muskat. Was kommt noch? Das wäre wirklich zu heftig. Also ohne Muskat geht ja gar nichts. Es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen. Es gibt wirklich, Grenzen. Wirklich, wirklich. Der Journalismus kann an manchen Stellen einfach nicht mehr seriös fortgesetzt werden, ohne dann irgendwo in die Unglaubwürdigkeit abzurutschen. Es gibt auch einfach die Frage, es gibt Türen, die man nicht öffnen muss. Nicht darf. Ja. Nicht darf. Ja. Ich würde nächstes Jahr gerne mal aufs Tomorrowland reisen. Das ist ja irgendwie so ein Elektro-Techno-Festival, irgendwie so das Größte. Habe ich zumindest mal so auf YouTube gesehen, weil ich bewege mich ja nicht außerhalb von YouTube irgendwie geistig. Und ich würde das gerne mal testen, wie das so ist für jemanden, der Metal hört. Du hast ja auch zum Beispiel angesprochen, das würde ich mal sagen, heiße Eisen, Rechtsoffenheit im Black Metal, im NSBM, im BDSM. Wie war denn da so das Feedback? Ja, es ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert, wenn man NSBM anspricht. Da gibt es dann die Verfechter von, sag mal, Borzum und Absurd und anderweitigen Bands, Atominem oder sowas, die Musik halt feiern, beziehungsweise auch den, sag mal, diese düstere Hintergrundgeschichte feiern. Und das bietet sich ja für Black Metal immer sehr an. Das Problem ist, dass die Leute darauf oftmals auch die Hintergründe vergessen. Also Absurd kennen wir ja alle, den Mord in Sondershausen, beziehungsweise halt Borzum, die Geschichte mit dem Mord und den angezündeten Kirchen und so. Und ich finde, es gibt so eine gewisse Grenze, ja, an der man... Die wäre da grob erreicht. Könnte die wäre da schon, ja, also ein bisschen so... Das, ja. Na, ne? Wie lange machst du das jetzt schon? Seit fast genau 2 Jahren. Also seit 2 Jahren. Ein bisschen mehr als 2 Jahre. Am 24.07. oder so waren es genau 2 Jahre. Und ich habe eigentlich so mit Comedy-Kurzvideos angefangen. Also so kleine Kurzfilme, so ein bisschen was Lustiges. Humor habe ich nicht. Ich habe es versucht, aber es funktioniert einfach nicht. Bei Comedy hört der Spaß auf. Ja, müssen die Leute es ist ein zu ernsthaftes Geschäft, um da wirklich lustig sein zu können. Und irgendwann habe ich mir so gedacht, na, du könntest ja mal ein Video zu Metal machen. Da lief das gut und mittlerweile mache ich ja irgendwie nur noch Videos zu Metal. Es ist Comedy und Metal läuft ja ganz gut. Das versuchen ja, wie heißt der Typ noch? Mal auch noch andere. Ich habe auch kein Channel-Konzept, sage ich mal. Habe ich nicht. Habe ich auch keinen Bock drauf. Ich habe es wirklich mal versucht, Upload-Zeiten festzulegen. Sonntag und Mittwoch oder so. Habe ich keinen Bock drauf. Ich habe da nicht so Bock drauf, mich so auf Zeit... Also du machst so, wie es kommt und die Leute sollen essen, was auf den Tisch kommt. Genau. Gibt es ein Video, bei dem du heute sagst, hätte ich besser gelassen? Die gibt es nicht mehr auf YouTube. Die sind schon nicht mehr da. Zensur? Nein, Content-ID klagen. Wie ist das denn generell, wenn, das sehe ich ja nicht nur bei dir, das sehe ich bei vielen, vielen anderen YouTubern, da wird ja gerne auch mal mit Bildmaterial gearbeitet, wird gerne mal ein bisschen Musik drunter gelegt. Ist das nicht eine tickende Zeitbombe, was die rechte Frage angeht? Ich glaube, ich habe gerade so ein Déjà-vu. Also es kommt mir so vor, als ob mir irgendjemand die Frage schon mal gestellt hätte. Hast du manchmal Déjà-vus? Hast du mich das gerade nicht schon mal gefragt? Kommt mir auch so vor. Mit den Thumbnails, also diesen Bildern, die man reinstellt, um das Video zu präsentieren, das ist tatsächlich so eine rechtliche Grauzone. Und da klaue ich auch aus vollen Händen. Also da sehe ich absolut keinen Grund, warum ich mich da zurückhalten sollte. Das ist ein Geständnis hier gerade, das weißt du schon. Ja. Ne? Ja. Aber momentan kann mir ja keiner was.
So. Und wenn doch, dann lösche ich die halt einfach. Das ist, wie gesagt, das geht alles. Also es ist halt irgendwo so ein bisschen, so ein bisschen fragwürdig. Kommen wir ganz zum Schluss dann wirklich auf den Namen zu sprechen. Der dunkle Parabelritter. Was würdest du schätzen? Also Parabel kann ja aus dem literarischen Bereich, kann immer aus der Mathematik kommen. Ich studiere ja Deutsch auf Lehramt, das könnte ja theoretisch... Oh nein, das stimmt nicht. Also die Geschichte hat viel mit Manowar und Einhörnern und so dieser ganzen epischen Geschichte. Nein, natürlich nicht. Also es war eines Tages in der 9. Klasse. Wir hatten damals eine Freistunde und wir saßen halt so im Matheraum fest, ja, Albtraum. Um unsere Langeweile zu bekämpfen, nahmen wir uns dann Tafelinstrumente und duellierten uns. Mhm. Männlich, ja. Wie wir waren. Und da nahm so mit Zeigestock und Geodreieck? Fast, mit Zeigestock und Parabelschablone. Okay, mehr solltest du nicht verraten. Mehr das würde alles entromantisieren. Es würde wirklich alles, ja genau. Man muss Mythos. Ja auch die Jugendlichen da draußen zwingen, sich ein bisschen selber Gedanken zu machen. Fantasie ist ein wichtiger Standard, den man in seinem Leben beibehalten sollte. Unsere heutige Frage: Was haltet ihr vom dunklen Parabelritter? Wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls nicht, dann löschen wir es einfach. Falls doch, bitte teilen, liken und den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal sagen Jan und Markus.